Grüß Gott. Sehe ich gut aus? Ich bin noch nie gefilmt worden. Zu meiner Zeit gab es noch keine Kameras und Fotoapparate. Wirklich eine sehr schöne Erfindung. Mein Name ist Katharina von Bora. Ich wurde 1499 geboren. Meine Mutter starb schon früh. Deswegen hat mein Vater mich ins Kloster zu meiner Tante gegeben. Das war ein Kloster für Frauen. Dort lernte ich schreiben und lesen und auch ein bisschen Latein. Ich lernte natürlich auch nähen und stricken und Wäsche waschen, aber ich lernte auch viel über Kräuter und wie sie anderen helfen können. In der Apotheke habe ich gerne mitgeholfen. Ich war noch nicht lange Nonne. Da hörten wir in unserem Kloster von Martin Luther. Von dem habt ihr doch auch schon was gehört. Das war spannend. Es gab auch seine Schriften zum Lesen. Die wurden heimlich ins Kloster geschmuggelt. Die katholische Kirche, die Bischöfe mochten ja nicht, dass wir das lasen. Und ich fand das spannend. Ich fand das spannend, was er über Gottes Liebe erzählt hat und wie Menschen miteinander leben sollen. Tja. Und dann habe ich mir überlegt, es stimmt. Das Leben im Kloster ist gar nicht so gut. Ich möchte auch eine Familie haben. Ich möchte raus aus dem Kloster. Und so ging es auch einigen von meinen Mitnonnen. Und ich habe einen Brief an Martin Luther geschrieben, ob er uns helfen kann, aus dem Kloster rauszukommen. Und tatsächlich, Martin Luther schmiedete einen Plan, um uns zu helfen. Am Ostermontag schickte er einen befreundeten Heringshändler zu uns. Der kam mit seiner Kutsche und einem riesen Fass auf der Kutsche. Er tat so, als hätte er sich verfahren. Aber das hatte er natürlich nicht. Und heimlich sind meine Freundin und ich in dieses Fass geklettert. Und so hat er uns aus dem Kloster geschmuggelt. Das war schon eine ziemlich lange und ungemütliche Reise, die wir dann in diesem Fass hatten, bis wir in Wittenberg waren, bei Martin Luther und seinen ganzen Freunden. Die haben vielleicht geguckt und sich gefreut und die Menschen waren erstaunt. Nonnen aus dem Kloster weggelaufen. Das gab es nicht. Das war eine Sünde. Das durfte man nicht machen. Aber wir haben es gemacht. Tja, und dann standen wir da. Als Frauen konnten wir ja nicht alleine leben. Das gab es damals nicht. Entweder man war verheiratet oder man wohnte bei seinen Eltern. Tja, da war guter Rat teuer. Die meisten von meinen Freundinnen haben gleich geheiratet. Aber ich wusste, irgendwen heirate ich nicht. Tja, genau, ihr habt recht. Ich habe Martin Luther geheiratet. Das war ein schönes Fest. Und demnächst erzählen wir euch mehr von unserer Ehe. Das waren schöne Jahre, aber auch schwere Jahre. Nun macht's gut. Tschüss.